Zu Wort ist niemand mehr gemeldet unter diesem Tagesordnungspunkt. Damit ist die Debatte das geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Auch nicht der Fall. Wir verlegen die Abstimmung wieder an das Ende der Vorlagen des Ausschusses für Bauten und Wohnen. Wir kommen zu Punkt 14 und 15. Wir bleiben im Ausschuss für Bauten und Wohnen und kommen zu den Tagesordnungspunkten 14 und 15. Es folgen zwei weitere Anträge der FPÖ. Zum einen die Forderung nach einem Bericht über die Vergabe sozialen Wohnraums an Drittstaatbürger und dem Wunsch der FPÖ, dass Österreich den EU-Aktionsplan für Integration und Inklusion der Jahre 21 bis 27 ablehnen solle. Beide Begehren haben im Ausschuss für Bauten und Wohnen keine Mehrheit gefunden.